Ja, mein Name ist Heinrich Oberleiter. Ich bin als viertes Kind einer großen Kleinbauernfamilie geboren und habe weitere 12 Geschwister. In der Schule war für mich das Wichtigste eben der Religionsunterricht und die Geschichte. Die verschiedenen Fragen, auch in der Religion, haben mich sehr interessiert. Ich konnte aber das Unrecht nicht ertragen. Und so konnte ich auch nicht mit ansehen, wenn stärkere Kinder Schwächere verprügelt haben. Das konnte ich nicht ertragen. Und eben die Freiheitskämpfe, dann hat man auch die Geschichte gelesen, dass Südtirol, dass wir auf dem Todesmarsch sein, vom Kanonikus Michael Gamper. Und dass wir irgendwas tun müssen, damit es nicht das ganze Land übervölkert wird. Ne? Es war eben so, ich habe nicht die Italiener gehasst, aber ich habe einfach gemeint, sie sollten in ihrem Land bleiben und können nicht das ganze Land da mit Italienern übervölkern. Das geht einfach nicht. Sie müssen uns unser Recht lassen. Und das ist eben zu der damaligen Zeit überschritten worden. Und dadurch bin ich dann auch Freiheitskämpfer geworden, habe da mitgemacht, aber eben nicht aus Abenteuerlust oder was. Es war uns einfach mir ein Anliegen. Ich habe einfach den Glauben und die Heimat in Gefahr gesehen. Ja, die Landesautonomie, da habe ich eigentlich nie kein Vertrauen gehabt dazu, weil die Italiener sich nicht an Abmachungen halten. Deswegen war ich von vornherein immer für die Selbstbestimmung gewesen und bin auch heute noch dafür, weil ich darin die einzige Möglichkeit sehe, dass das Bestand hat. Sie steht jedem Volk zu. Und deswegen müsste es auch in Südtirol möglich sein, dass Südtirol eben seine Sache selber bestimmen kann. Ja, es tut mir eben leid, dass ich selber immer noch nicht nach Südtirol fahren kann. Aber ich möchte eben einen Gruß an alle schicken. Und hoffe eben auch, dass sich da was tut, dass man dann wieder einmal in die Heimat fahren können. Ich bin der Steger Siegfried von Mühlen in Taufers, bin 1961 bei der Herz Jesu noch dabei gewesen und daraufhin habe ich gemisst flüchten. Sonst hätten sie mich verhaftet und gefoltert, so wie die ganzen ehemaligen Freunde gefoltert sind worden. Ich grüße euch alle und hoffe, dass ihr jetzt in der Möglichkeit seid, jetzt, dass eigentlich ihr alle könnt für die Wiedervereinigung Tirol ihr einsetzen und das dem Bildner durchsetzen. Weil bei Italien, glaube ich, haben wir keine Chance. Liebe Landsleute, wir haben bei Italien keine Zukunft. Wir haben euch den Weg aufgesprengt, dass ihr diesen Weg gehen könnt. Ich wünsche der Versammlung viel Erfolg und nochmal schöne Grüße an die Heimat. Dankeschön. Liebe Versammelte, ich bin der Sepp Fohrer, einer von den Bustra-Buben. Vielleicht habt ihr schon gehört, ich darf wegen zweimal lebenslänglich nicht mehr in meine engere Heimat. Es freut mich alleweil wieder, wenn ich zu patriotisch gesinnten Leuten reden darf. Deswegen grüße ich euch recht herzlich. Ihr habt im heurigen Gedenkjahr Zeichen gesetzt, die sich vom offiziellen Alles ist in Ordnung Gerede wohltuend abgehoben haben. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt und geärgert, wenn ich von Politikern nördlich, aber auch südlich des Brenners hören musste,
dass durch den EU-Beitritt unser Land eh wieder vereinigt sei. Es ist ein Schmarrn, eine Augenauswischerei. Das ist leider nicht wahr. Wünsche, sich von Rom zu lösen und die Wiedervereinigung unseres zerrissenen Landes zu fördern, sei unverantwortlich, nicht machbar, provokatorisch, ewig gestrig und gar extremistisch. Patriotismus wurde kriminalisiert und unsere Unrechtsgrenze als unantastbar erklärt. Solche Worte haben wir in den späten 30er Jahren schon von ganz anderer Seite gehört, leider. In Wirklichkeit sind diese Aussagen ewig gestrig und zukunftsverbauend. Ein Frattini wird sich gefreut haben und seine Umarmungen werden wohl noch inniger werden. Dass diese Aussagen nicht unwidersprochen blieben, sind heimatliebende Menschen zu verdanken. Ich behaupte, sie sind gefährlich, denn die Zeit frisst die Autonomie. Denk nur an die Feststellungen von Zeller und Brugger. Da nützen alle Freundschaftsbeteuerungen und Wirklichkeitsbeschönigungen nichts. Die Zeit arbeitet für Italien und uns läuft sie davon. Deshalb lasst uns die Mauer des Autonomiekorsetts überwinden und den Weg zur Freiheit beschreiten. Denn Tirol ist leider uns.